Mensch, wir haben das noch gesagt hier vor 7 Wochen, ne? Neuer Trainer beim HSV Hollerbach, bevor er dann am Saisonende nochmal abgelöst wird von Labbadia. Ja, ist jetzt nicht Labbadia, ne, sondern Tietz, aber immerhin, ne? Und ihr habt alle gelacht. Und da letzte Woche, als wir unser Video hier online gestellt haben, Hollerbach nicht mehr Trainer, habt ihr auch alle böse Kommentare geschrieben. Aber die Wirklichkeit ist tatsächlich besser als alles, was man sich so ausdenken kann. Hollerbach ist weg, der Neue ist Christian Tietz, ne? Ja. Hollerbach ist weg. Hier nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf in 3 Sekunden alle Trainer von 2000 bis jetzt vom HSV. Gab es eigentlich schon Mannschaften, die mehr Trainer hatten in der Saison als der HSV? Ja, wer weiß es, schreibt's in die Kommentare. So, aber der Neue ist Christian Tietz, 46, ein Sohn Mannheims. Alter, echtes Lord nicht! Die Station... Trainer bei Aachen, Passau, USA U15, Victoria U19, Victoria Köln, dann in der Dooley Soccer University gewesen, FC Homburg, dann Hamburg U17. Und das heißt nicht etwa unter 17 Punkte, nein. Mit der U17 hat der Tietz im Durchschnitt 1,81 Punkte geholt. Seit 2017 trainiert er den Hamburger SV2 und hat bei 20 Spielen 13 Siege, 6 Unentschieden und nur eine Niederlage zu verzeichnen. Das sind pro Spiel 2,25 Punkte. Holly hatte nur eine Quote von 0,43. Das lässt auch hoffen, ne? Also, was meint ihr? Bringt ein frischer Mann jetzt die Wende? Oder kann er zumindest noch was bewegen beim HSV oder in der Zukunft, wenn die in der zweiten Liga hier, ne? Ja, was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare, euer Dieter.